Zugeschaltet jetzt Janin Wissler, Parteivorsitzende der Linken. 5 Jahre, 10 Monate. Was sagen Sie zu dem Urteil? Das Urteil ist auf jeden Fall ein wichtiges Signal gegen rechte Bedrohung. Und natürlich ist es sehr erfreulich, dass der Täter ermittelt werden konnte und dass er auch heute verurteilt ist. Aber natürlich bleiben eine ganze Reihe von Fragen offen, weshalb ich auch große Zweifel an dieser These vom Einzeltäter habe. Weil die offene Frage ist natürlich, wie ist der Angeklagte, wie ist der jetzt Verurteilte an die persönlichen Daten gekommen, die ja kurz vor den Morddrohungen jeweils von 5 verschiedenen Polizeirevieren in ganz Deutschland abgefragt wurden. Also diese Frage stellt sich. Von daher würde ich sagen, es gibt ein Urteil, das ist gut, aber der gesamte NSU 2.0-Komplex ist aus meiner Sicht damit nicht aufgeklärt. Haben Sie eine Antwort auf die Frage bekommen, warum ausgerechnet Sie auch eines der Schreiben bekommen haben, also Opfer dieses Täters geworden sind? Ja, man sieht ja, dass der Täter insbesondere Frauen bedroht hat. Frauen, die gegen Rassismus aktiv sind, die politisch links sind, die sich engagieren gegen rechts. Also offensichtlich hat das da was zu tun. Die Schreiben sind ja sehr rassistisch, auch sehr frauenfeindlich in vielen Äußerungen. Also von daher denke ich, dass es was damit zu tun hat, dass ich natürlich als Linke zum einen bekannt bin, aber eben auch viel gemacht habe zum Thema NSU, NSU-Untersuchungsausschuss, zum Thema Kampf gegen Rechts und Kampf gegen Rassismus. Und das ist, was ja viele von uns, von den Betroffenen eben auch verbindet. Frau Wissler, der Briefeschreiber ist also verurteilt. Wer darüber hinaus aus Ihrer Sicht müsste, wenn man denn derer habhaft werden könnte, noch zur Verantwortung gezogen werden? Naja, die offene Frage ist eben, wie kommt ein Einzeltäter in Anführungsstrichen aus Berlin, wie kommt er an sensible Daten, die kurz vorher und die zeitliche Nähe ist ja sehr auffällig aus Polizeicomputern abgefragt wurde. Also im Fall der Frankfurter Anwältin Seda Başaryıldız sind ja die Daten ihrer damals zweijährigen Tochter ihrer Eltern, ihres Ehemanns abgefragt worden. Es gibt keinerlei dienstlichen Bezug, warum die auch nur 1,5 Stunden vor dieser ersten Morddrohung im Frankfurter Polizeirevier abgefragt wurden. Und in anderen Fällen gibt es das eben auch. Und die Vorstellung, dass man einfach bei der Polizei anruft, als sei es die Telefonauskunft und da wirklich sensibelste Daten erfragen kann, das überzeugt mich nicht. Von daher ist die Frage, gab es Mittäter, gab es eine Form von Netzwerk? Weil was wir gesichert wissen, ist ja, dass es innerhalb der hessischen Polizei rechte Chatgruppen gegeben hat. Also das ist ja erwiesen, das hat die Polizei ermittelt. Es gab rechte Chatgruppen in Frankfurt und eben auch einen Bezug zum NSU 2.0, weil in den Ermittlungen ja diese rechten Chatgruppen dann auch aufgetaucht sind. Von daher finde ich wichtig, dass man nicht reflexhaft sagt, nein, sowas gibt es nicht in der Polizei. Wir wissen, dass gibt es. Das Frankfurter SEK ist vor 1,5 Jahren aufgelöst worden wegen rechter Umtriebe. Es wurde immer wieder auch gegen hessische Polizisten ermittelt. Das hat mit Generalverdacht nichts zu tun, sondern es muss im Interesse aller sein, dass diese Polizeibeamten wirklich auch Konsequenzen erfahren, dass sie aus dem Dienst entfernt werden, dass man solchen rechten Umtrieben eben konsequent nachgeht. Und da sind eben wirklich eine ganze Menge Fragen noch offen. Wenn wir ganz allgemein auf solche Drohungen schauen und auch jeder, der versucht hat, beim Meldeamt vielleicht mal seine eigenen Daten zu sperren, weiß, wie schwierig das ist. Welche Möglichkeiten müsste es noch geben, um in Zukunft sowas verhindern zu können? Na, wichtig ist natürlich, dass man die Konsequenz zieht, dass wirklich immer ganz zweifelsfrei nachvollziehbar sein muss, welcher Polizeibeamter oder welche Polizeibeamtin die Daten eben abgerufen hat. Also das ist eben nicht so, der eine ist eingeloggt und der andere geht dann an den Computer, sondern dass man das eben wirklich zweifelsfrei feststellen kann. Das ist natürlich wichtig und es ist natürlich auch wichtig, dass die Betroffenen von rechten Bedrohungen und rechter Gewalt natürlich auch Hilfe und Unterstützung erfahren. Und da will ich nur sagen, jetzt in diesem Prozess waren es natürlich auch zum Teil prominentere Leute, die betroffen waren, aber wir wissen natürlich, dass viele Menschen
Menschen, die alltäglich von rechten Bedrohungen, von Rassismus betroffen sind, natürlich nicht prominent sind. Ja? Und die brauchen natürlich auch Hilfe, die brauchen Unterstützung. Das ist wichtig. Und natürlich geht es darum, gesamtgesellschaftlich den Kampf gegen Rechts, gegen Rassismus zu führen. Das ist dringend notwendig. Rechte Strukturen aufklären, das nicht kleinreden. Wir haben ein Problem mit rechter Gewalt und rechten Terror in Deutschland. Das hat der NSU gezeigt, das hat Hanau gezeigt, Halle, der Mord an Walter Lübcke. Deswegen ist es so dringend notwendig, hier wachsam zu sein, rechte Netzwerke aufzuklären und eben auch die rechte Szene zu entwaffnen. Frau Wissler, vielen herzlichen Dank für Ihre Worte und Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, schönen Abend.